Ich bin hier in Medjugorje und bin mit dem Pater. Kaplan. Kaplan. Tobias. Richtig? Richtig. Und wir wollen unser Versprechen halten. Der zweite Teil, jemand hat es geschrieben nach dem ersten Interview. Und wir beide halten das Versprechen, sind wieder hier in Medjugorje. Und Kaplan Tobias, über was möchtest du heute reden? Ja, gibt so vieles, über das man reden könnte. Ich habe jetzt gedacht, als erstes bitten wir dann, ja, wenn es gleich losgeht. Dann möchte ich sprechen über diesen besonderen Tag hier. Heute ist der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Dann möchte ich ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe auch. Und dann möchte ich noch ein bisschen was erzählen von einer großen Deutschen, die leider zu wenig bekannt ist. Genau. Hoffentlich wird sie endlich einmal heilig gesprochen, die selige Anna-Kathrin Emmerich. Wunderschön. Etwas apokalyptisch, aber mit Happy End natürlich. Mhm. Wunderbar. Toll, toll. Fang einfach an. Ja, wir beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir haben jetzt schon den Barmherzigkeitsrosenkranz vorher gebetet, auch für alle, die das schauen. Liebe Freunde, betet, das hat mal ein Heiliger gesagt, der ganze Kampf zwischen Himmel und Hölle geht um das Gebet. Das Gebet ist die größte Macht auf Erden. Wir beten jetzt gemeinsam ein Vater Unser, ein Ave, ein Ehre auch für alle, die das schauen, für alle Anliegen. Und dann noch ein Gebet, das ich im Internet gefunden habe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wenn das jemand anschaut, kann er auch, wenn er möchte, ein Vater Unser, gegrüßet seist du Maria, beten. Denn wenn man sich im Gebet verbindet, dann ist das eine ganz große Macht und Segensquelle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du unbefleckte Mutter der Barmherzigkeit, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir und bitten, sei immer mit uns als unsere Mutter und forme unsere Herzen nach deinem heiligen Herzen. Wir, deine Kinder, wollen dir mit unserem ganzen Leben treu und demütig dienen. Amen. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Ja, im Gebet sind keine Grenzen sozusagen gesetzt. Ich habe mal einen netten, sehr gläubigen Mann getroffen hier, der hat mir auch geholfen jetzt. Der hat dann das Video geschaut und hat er auch gesagt, Tobias, viel zu schnell gesprochen, hast nie in die Kamera geschaut. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Also es ist nicht sinnvoll, so schnell zu sprechen. Das wird ja, glaube ich, dann auch übersetzt. Dann wird auch die Übersetzungsmaschine nicht so perfekt arbeiten, wenn das so schnell gesprochen ist. Und natürlich schaut man in die Kamera. Ich habe keine Erfahrung so jetzt mit gefilmt werden, deswegen. Aber es ist ja nicht so schwer, das zu machen. Diesen Mann habe ich dann mal getroffen in Medjugorje, waren wir im Restaurant Colombe auf der Terrasse gesessen. Ganz neu kennengelernt, hat er gesagt, Tobias, ich bete schon seit Jahren für dich. Wow. Ich gesagt, na, Günther, wir sehen uns das erste Mal. Nein, seit Jahren bete ich jeden Tag, drei gegrüßet seist du Maria, für alle, die mir in der Zukunft begegnen werden. Wow, wie schön, ne? Ist das nicht ein schöner Gedanke? Jetzt habe ich extra meine neue Office-Brille aufgesetzt. Ja, yep, jetzt kannst du loslegen. Schau in die Kamera. Das passt. Ja. Auch deine Jacke wunderschön mit der Mutter Gottes. Sicher. Ja, ganz toll. Maria ist die Mutter der Barmherzigkeit. Es war gestern sehr gut gefügt wieder, ja. Tom. Ich habe dann gesagt, Tom, wie schaut's aus? Habe auf deine Antwort gewartet. Und dann, zack, springst du um die Ecke. Ich war noch am Beichte hören, da war noch eine Lebensbeichte angestanden. Von einer Frau, die das allererste Mal gebeichtet hat in ihrem Leben. Und zwischendrin, wo ich von einem anderen dann eben rauskam, war da noch ein
Mann aus Österreich da gestanden, hat gesagt, ah, bitte 10 Minuten beichten, 10 Minuten beichten. Habe ich gesagt, guter Mann, jetzt warte eine Lebensbeichte, ich bin eh schon 5 Minuten zu spät. Dann habe ich gesagt, schau mal her, ich bin Arzt, wenn ich dich jetzt aufschneide, dann sehe ich, okay, hier kaputt, hier kaputt, hier kaputt, kann ich dich nicht nach 10 Minuten zunähen und sagen, ja, geh nach Hause. Es war perfekt gefügt, ich habe dann mit dem Mann die Beichte gemacht, auch gesprochen noch. Und in der Zwischenzeit hat der Tom dann mit der Miriam hier, mit der Frau gesprochen, auch ermutigt zur Beichte, auch für sie gebetet. Das war dann wieder wunderbar gefügt, wie immer hier. Also heute ist der Barmherzigkeitssonntag, einer der größten Gnadentage in der Kirche. Und 2000 hat der heilig gesprochene Papst Johannes Paul II. Eben diesen Barmherzigkeitssonntag in der Kirche eingeführt. Der Weiße Sonntag auch, der Sonntag eben nach dem Ostersonntag. Kurze Frage, das ist doch immer der Sonntag, wo die Heilige Kommunion auch stattfindet, ne? Für auch, die erste Kommunion, ne? Ja, mhm. Weißer Sonntag, weil eben die Kinder oder auch die Erwachsenen, Mädels, die getauft wurden, das weiße Taufkleid eine Woche getragen haben. Wow, okay, schön. Bis zum Weißen Sonntag. Aha. Osternacht ist ja eben der klassische Tauftag auch. Ja, dieser Barmherzigkeitssonntag geht zurück auf eine Heilige, die heilige Faustina Kowalska. Bitte für uns. Amen. War mehrmals in Krakau an ihrem Grab. Sie hat gelebt von 1905 bis 1938. Ist also 33 Jahre alt geworden, wie Jesus auch. 1993 selig gesprochen und 2000 heilig gesprochen. Das Tagebuch von ihr ist sehr zu empfehlen, eines der schönsten Bücher auch. Eben Faustina Kowalska googeln oder andere Suchmaschine und dann Tagebuch kann man sich bestellen. Eines der schönsten Bücher auch für Spiritualität. Und dort kann man das alles nachlesen. Ich werde einiges noch zitieren dann, wörtlich aus diesem Tagebuch, sogar mit Nummern dann dort aufgeführt. Jesus spricht oft zu ihr. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat auch gesagt, ich sage es später noch genauer, dass das sehr, sehr wichtig gewesen ist für ihn, für sein Pontifikat auch. Jesus sagt zu ihr, verkünde der ganzen Welt meine Barmherzigkeit. Das Fest, dann eben der Sonntag am Ende der Oktav von Ostern, der 8 Tage. Jesus sagt, das Fest soll gemacht werden, soll eine Zuflucht sein für alle Seelen, besonders für die armen Sünder. Gott will alle Sünder retten. In unserer Zeit wird die Sünde gefeiert eigentlich schon. Das ist schade, aber die Bibel sagt natürlich, wer sündigt, hasst seine Seele. Sprichwörter 8 zum Beispiel. Man macht auch natürlich den Leuten keinen Gefallen, wenn man sie in der Sünde bestärkt. Ja. Manchmal, der Arzt muss manchmal reinschneiden, wenn man die Leute in der Sünde belässt. Wenn mir früher einer gesagt hätte, dass eben katholisch einfach die Kirche Christi ist. Nein, das kann ich nicht sagen. Der Protestant könnte sich ja ärgern, könnte ja irgendwie traurig sein. Betet für den lieben Tom, bitte. Es ist sehr gesegnet. Er hat gerade noch gesagt auch, dass eben jemand sich gemeldet hat und gesagt hat, auch besonders durch deine Videos habe ich das verstanden, bin in die Kirche eingetreten. Die hat es dann die Gänsehaut aufgestellt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch, was ich toll finde, weil du bist ein Ex-Protestant und du weißt, du kennst den Weg. Es geht nicht, dass wir besser sind oder irgendwie uns besser vorkommen. Es geht auch die Sünde. Ich glaube, man muss immer erklären, was ist die Sünde? Man lebt dann in der Unwahrheit, in der Unliebe. Sicher. Darum geht es. Und Gott will die Fülle und nicht die Unwahrheit. Er will die Liebe und die Fülle. Ne? Man schneidet sich von der Fülle ab. Sowieso. Also, man bindet sich als Negative. Und so. Absolut. Wir haben, wohl. Wenn man nicht weiß, man es dann auch, wenn jemand ehrlich ist. Ja, die 7 Sakramente auch. Genau. Dann auch gestern mit einer Frau im Beichtstuhl, die hat das nicht gewusst, die Sakramente, die Firmung, den Heiligen Geist. Mir tun die protestantischen Christen ein bisschen leid, soll jetzt nicht irgendwie so gönnerisch klingen, weil sie haben keine Sakramente. Ja. Schade. Der evangelische Pfarrer geht zum Sterben, denn der kann nicht mehr machen als beten eigentlich. Oder sagen, bereue deine Sünden. Wow. Katholische Priester spricht die Sünden los im Namen Jesu, gibt die Krankensalbung. Gib den Ablass für die Sterbestunde. Segne im Namen Jesu, das ist klar. Jesus sagt, an diesem Tag werden die tiefsten Tiefen meiner Barmherzigkeit für alle geöffnet. Dann eine ganz große Versprechung noch hier. Die, die beichten und die Kommunion erhalten, bekommen Verzeihung ihrer Sünden und Sündenstrafen. Das ist sehr, sehr groß.
Man muss nicht an diesem Tag beichten, die regelmäßige Beichte kurz davor, kurz danach. Ich habe gestern gebeichtet. Sünden und Sündenstrafen, das ist auch ein wichtiges Thema. Die Sünde wird uns in der Beichte verziehen und Sündenstrafen, zeitliche, bleiben meistens übrig. Es ist, wenn ein Kind etwas zerstört, dann entschuldigt er sich: Mama, es tut mir leid. Dann sagt die Mama: Ja, ich verzeihe dir, Strafe muss sein. Die schlimmste Strafe für Kinder, Jugendliche: Handy weg 5 Tage. So ist es auch bei Gott. Das können wir dann im Fegefeuer eben wieder ausgleichen, werden wir gereinigt. Die Selige hier zum Beispiel hat viel von den armen Seelen auch gesprochen, wie wichtig sie sind. Der Ablass hilft uns dann eben, dass wir schneller in den Himmel kommen. Das ist auch so ein Thema, die böse Kirche mit dem bösen Ablasshandel. Ja, ist jetzt nicht das Thema, ich muss schauen, dass ich nicht zu weit wegkomme. Nein, sag das gut mit dem Ablass. Klar, ich meine, Ablass ist ein Nachlass von zeitlichen Sündenstrafen. Ich sterbe jetzt, ich komme, weiß nicht, 100 Tage ins Fegefeuer. Der würde gar nicht in den Himmel gehen, auch wenn er beschmutzt wäre. Keiner würde mit einer beschmutzten Jogginghose auf eine Hochzeit gehen von einem Berühmten. Der weiß selber auch, dass das ein Ort der Barmherzigkeit Gottes ist und dass nichts Unreines in den Himmel eingehen kann, dass er sauber sein muss. Er würde gar nicht hinein wollen. Katechismusbüchlein brauche ich schnell, das Blaue. Ja, das lernen dann. Ja, bitte, bitte, bitte. Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens. Das lernen die Schüler bei mir alle in der Schule. Der Katechismusunterricht wird bekämpft, weil er so wichtig ist. Ja. Das hat dann mal jemand gesagt. Bah, da macht er ja noch Katechismus. Ja, macht man. Eine Mutter, ich meine, komme ich sehr gut zurecht mit den Eltern. Eine Mutter hat einmal gesagt, ja, das kann doch nicht alles sein, den Katechismus zu lernen. Da habe ich gesagt, natürlich ist das nicht alles. Aber wenn Sie eine Sprache lernen möchten, dann geht das nicht, wenn Sie die Vokabeln und die Grammatik können. Ich will seit Jahren Italienisch lernen, bin aber noch nicht dazu, zu faul dazu. Duolingo ist ganz gut, ne? Nee, dann muss ich die Wörter lernen, muss ich die Grammatik lernen. Und das ist ja gerade das Problem, dass die Leute da die Grundlagen des Glaubens nicht kennen. Sieht man das? Wunderschön, jawohl. Perfekt. Kleiner Katechismus. Na, das ist der Pater Ram von der Petrusbruderschaft, okay. Ich kenne ihn persönlich. Der macht ein großartiges Apostolat. Habe ich gesagt. Also durchlesen, das ist einfach eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Und auch gestern dann die Frau. Ah, gib mal aus meinem Rucksack bitte so ein rotes Büchlein. Das rote, kleine, dünne. Ich habe da die Frau getroffen, haben wir etwas gesprochen und die hat noch nie gebeichtet. Dann habe ich ihr dieses Büchlein geschenkt. Wow. Beichtspiegel. Praktische Beichthilfe für Erwachsene. Wunderbar. Schön. Auch vom Pater Ram. Ja. Und kann man gratis sogar bestellen. Was bekommt man in unserer Zeit gratis? Gratis, genau. Was bekommst du gratis hier? Die Beichte. Okay. Zum Beispiel auch gratis. Musst du nicht zum Psychologen gehen, stundenlang? Kann man einfach eine E-Mail schreiben. p.ram.f. Ich tue es mal hinhalten, noch mal schnell. Also, weil es ist auch so, ich sitze im Beichtstuhl dann, die Hälfte ist Beichte, teilweise 3/4 und die Hälfte ist Religionsunterricht, weil man nicht beichten kann, wenn man nicht weiß, was eine Sünde ist und nicht. Genau, das ist p.ram@fssp.ch. Ja. Aber ich tue es auch nochmal in den Kommentar. Nee, das ist auch, wenn man kann auch Petrusbruderschaft in der Suchmaschine machen, Petrusbruderschaft. Ja. Und dann kommt man auf ihre Seite und dann kann man da auf Gratisschriften gehen und kann da andere Sachen auch noch bestellen. Es ist sehr segensreich, sie wollen diese Schriften gratis abgeben. Wunderbar. Und diese Frau ist sehr nett, die Lebensbeichte gemacht hat. Und dann habe ich ihr gesagt, bitte haben Sie, sehr motiviert, wie alle in Medjugorje, ich gesagt, bitte arbeiten Sie das durch und dann können wir das besprechen und dann können Sie das, was Sie da gefunden haben, eben beichten. Die Kinder lernen dann, Gott ist barmherzig, bedeutet, Gott verzeiht einem jeden, sogar dem größten Sünder, wenn er nur seine Sünde aufrichtig bereut. Ohne Reue gibt es keine Verzeihung. Das ist einfach eine Wahrheit. Und ich denke, es ist auch wichtig, weil habe ich in meinem Leben gesehen, ich habe Sachen wiederholt, dass man, das entsteht oft aus Wunden, dass man einfach sich das anschaut, wo kommt das Verhalten her, und löst das Verhalten auf und dann löst sich das auf.
so habe ich es gesehen. Ich habe Sachen wiederholt. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich festgestellt, daher kommt das ganze Zeug. Und wenn man es mal durchgegangen ist, durchgekauft, das heißt eine Addiktion oder irgendwas, dann kann sich's, löst sich es mit auf. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Dann steht hier noch, wir sollen Barmherzigkeit üben und schnell bereit sein, den Mitmenschen zu vergeben. Ja. Die Bibel ist hier sehr deutlich. Sie sagt, so wie du dem anderen vergibst, vergibt Gott dir. Ganz sicher. Und ganz wichtiger Punkt, sich selbst vergeben. Ja, genau. Und sich selbst lieben. Ich glaube, das habe ich letzte Woche gelernt. Und dass man geliebtes Kind ist, das ist unsere neue Identität. Wir alle hören von neurolinguistischer Programmierung. Die Mutter Gottes sagt, lest die Bibel. Das heißt, wir nehmen eine neue Identität an. Wir sehen, wie wir wirklich sind. Ja. Entschuldige. Nein, bitte sag nicht entschuldige. Ich finde es schön, dass wir da über diese Sachen so reden hier. Ja. Diskutieren. Und ja, Abtreibung möchte ich noch ein bisschen sprechen drüber. Da habe ich dann auch mehrere Frauen gehabt, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich kann mir nicht verzeihen, sage ich, du musst dir verzeihen. Ja. Und ich meine, Gott will, dass wir die Fülle des Lebens haben und nicht, dass wir so gebuckelt das ganze Leben lang rumlaufen. Wie du gesagt hast, die Leute haben Verwundungen in der Seele. Wer hat die nicht heutzutage? Hat mir meine Nonne gesagt, die aus Indien hier nach Deutschland gekommen ist. Es gibt keine in der westlichen Welt. Aber Gott kann und will heilen. Ich habe auch wirklich Verwundungen in der Seele gehabt auch. Und da mal einen super Priester aus Indien getroffen in Heroldsbach. Der hat dann für mich gebetet, heiligmäßiger Priester. Es war weg in einem Moment. Weil ich meine, wenn ich jetzt geistiger Vater sein soll und selber verunstaltet und verwundet bin, dann würde das nicht einfacher machen. Aber hast du das auch festgestellt, dass diese Wunden im Endeffekt Gold, wie sagt man, goldene Geschenke sind, weil wir dadurch tiefer werden im Glauben und unser Herz mehr öffnen können und mehr empathisch mit anderen Leuten sind? Nein, wir werden ja von Gott auch geführt und das ist ja auch, dann alles hat seine Stunde. Ja. Gott belässt manchmal Sachen auch, um uns in der Demut zu erhalten oder zu verstärken. Aber an sich will natürlich Gott uns heilen. Ja. Jesus ist der Arzt. Ich frage dann die Schüler auch, gibt es eine Sünde, die so groß ist, dass sie Gott nicht verzeihen kann? Und dann rufen die gleich, nein! Schön. Und dann sage ich, ja, das stimmt natürlich, was ist größer, die Liebe Gottes oder unsere Sünden? Und da sagt ja auch Jesus zur Faustina, sehr bekannt geworden, dieser Satz, die Sünden, auch die größten Sünden sind im Vergleich zur Barmherzigkeit Gottes wie ein Tropfen Wasser in einem Ozean. Also es ist ein ganz großes Geheimnis, diese unermessliche Barmherzigkeit. Heißt auch in den Gebeten, die Barmherzigkeit Gottes, die nicht ergründet werden kann von keinem Engel und keinem Verstand. Abtreibungen, ja. Großes Thema. Ich habe jetzt hier eine der bekanntesten Lebensschützerinnen der Welt kennengelernt in Medjugorje. Wir verstehen uns super gut. Und wir haben gesagt, wir sind jetzt super Freunde. Und wir haben beschlossen, Patricia Sandoval aus den Vereinigten Staaten. Die ist gerade da? Patricia mit C, genau. Sandoval mit V. Ja. Sie ist gestern abgereist wieder. Selber 3 Kinder abgetrieben. Genau. Ihre Videos haben 500.000 Klicks auch bei YouTube. Unglaublich, ne? Früher war die Abtreibung reserviert für den Bischof, also früher durfte nicht ein kleiner Priester eben die Abtreibung lossprechen. Die Kirche wollte dadurch ausdrücken, dass das eine große Sache ist, eine große Sünde und dass das nicht mal so leicht losgesprochen werden kann. Mhm. Musste dann anonym über den Bischof gehen. Mhm. Mittlerweile, seit einigen Jahren, darf jeder Priester die Abtreibung lossprechen. Ich finde das sehr gut, muss ich sagen, denn wir sind ja froh, wenn da jemand auch kommt. Genau. Wir wissen, dass es Millionen Abtreibungen gibt und wie viel Prozent der Abtreibungen werden gebeichtet? Die Frauen sind natürlich auch beschämt oftmals. Ich habe 2 kennengelernt und habe es gesehen. Das ist so eine Wunde, so eine Tiefe. Ja, fast keine Beziehung mehr zu sich selbst, irgendwas tot in einem. Das war ein Eindruck. Ich war schockiert, weil ich das so noch nicht erlebt habe. Eine fröhliche Frau danach total zerstört. Ja. Es wird tabuisiert. Und es wird so. Und nicht die Wahrheit gesagt, was der Effekt von der Abtreibung ist für die Person, selbst für die Frau. Natürlich. Mit einer Frau aus der Ukraine gesprochen hier, die hat auch gesagt, bei uns wurde abgetrieben, wie ins Kino gehen. Ja. Also ganz, die große Lüge auch, das ist kein Mensch. Ja.
Zellen. Und, ja, und ich meine, die Frauen sind auch zu bemitleiden, sie werden in die Enge getrieben. Hat mal die Mutter gesagt, bitte bet für meine Tochter. Schwanger, der Freund sagt, wenn du nicht das Kind abtreiben lässt, mache ich Schluss. Die ist völlig durchgedreht. Sie hat gesagt, ich töte mein Pferd und meinen Hund und danach bringe ich mich selbst um. Ja. Und das, da muss man auch den Männern sagen, wir müssen alle mal erwachsen werden. Ich muss das auch oder ich war jetzt auch hier in Medjugorje. Wir waren in der westlichen Welt, die Männer waren nicht richtig erzogen. Die wissen genau, wie man es macht. Der Mann ist das Haupt der Familie. Und das Mannesbild wird zerstört regelrecht. Sicher. Also, alles ist besser, als dass dann der unschuldige Mensch sterben muss. Die Schwächsten haben keine Lobby. Ja, die Patricia Sandoval, die reist durch die ganze Welt. Jetzt fährt sie dann nach Split, hält dann dort einen Vortrag. Sie spricht über Abtreibungen, auch über Chastity, über Keuschheit. Sie ist früher auch ganz anders unterwegs gewesen, auch wie eine Frau. Ich auch. Was? Man muss einfach was auch, ehrlich sein, als Katholik ehrlich sein. Das habe ich mal bei Facebook gelesen. Als Katholik muss man zuerst mal ehrlich zu sich selbst sein. Ja, mache ich? Ja. Und die Verantwortung übernehmen. Gestern habe ich mit meiner Tante gesprochen. Die hat es gut gesagt, viele Leute wollen nicht die Verantwortung übernehmen. Und das klar. Das ist, wenn ich ein Kind zeuge, dann habe ich die Verantwortung zu übernehmen. Und auch die Kleidung natürlich. Also auch ein großes Thema, dass einfach viele Menschen gekleidet sind, wie es dem lieben Gott nicht so gut gefällt. Gott ist es so schön zu sehen, wenn die Leute in die Kirche gehen, die Frauen mit langen, schönen Kleidern. Sehr feminin, wirklich feminin. Ja, das ist ja diese große Lüge, Mann und Frau ist gleich und das wird dann auch über die Kleidung dann manipuliert. Und die Gottesmutter hat ja selbst mal gesagt, dann, ich denke in Fatima, es werden Moden kommen, die Jesus nicht gefallen. Man muss auch den Leuten sagen, wenn du jetzt jemanden eben zur Sünde verführst, dann bist du auch mitschuldig an dieser Sünde, wenn da eine junge Frau einfach bauchfrei bis zum geht nicht mehr und dann läuft ein verheirateter Mann vorbei. Frauen wissen auch oftmals nicht, wie stark diese Reize dann auch für die Männer gerade sind. Ja, die Patricia hat dann auch, wir haben wirklich hier Zeit verbracht, ein Glas Bier getrunken, gelacht, die hat dann auch gesagt, für sie war es sehr tröstlich, die Kinder sind nicht einfach ausgelöscht. Die Babys leben weiter, weil sie natürlich eine unsterbliche Seele auch haben. Und wir sollen und können diesen Babys auch die Taufe erbitten. Da habe ich gleich eine spannende Geschichte, die ich hier erlebt habe. Die Situation ist halt die, dass der Mensch mit der Erbsünde eben gezeugt wird. Die Erbsünde wird bei der Zeugung weitergegeben. Das ist ja gerade dann die Taufe, die uns von der Erbsünde befreit. Das fragen die Schüler oftmals auch. Also die Vicky jetzt da, meine Bekannte hier, hat auch gesagt, sie hat zu einer Gruppe von Kindern gesprochen. Und dann hat auch das Thema, kam irgendwie auch zur Sprache, weiß nicht warum. Ein kleines Kind, ich habe den getroffen, der ist 6, hat gesagt, wo kommen die denn hin, wenn die sterben? Wo kommen die hin, die Kinder, die abgetrieben werden oder wenn einer kurz nach der Geburt stirbt? Die Kirche sagt, sie kommen eben in den Limbus, in Randbereich heißt das, sie sind bei Gott, sie sind auch glücklich, sie können nicht in die Hölle kommen, weil sie haben ja keine Sünden, keine Schuld. Aber die Gerechtigkeit Gottes verlangt auch, dass wir sozusagen etwas für sie tun, dass sie von der Erbsünde befreit werden können. Da gibt es ein schönes Buch, Mutter Vogels weltweite Liebe, H.M. Weigel, da sagt dann Jesus zu dieser begnadeten Frau aus München, opfere mir immer mein kostbares Blut auf, in der Meinung, dass eben diese Abgetriebenen so die Taufgnade bekommen können. Gib mir mal das braune Büchlein, bitte. Ich verteile dann hier Schriften manchmal. Von Barnabas. Nein, das braune. Da gibt es einen Mystiker aus Afrika, aus Nigeria. Ich habe ihn mal getroffen in Tirol. Alle Bücher weiß ich hier. Du sagst mir, was davon das Wichtige ist. Hast du hier ganz viele Bücher? Braun. Braun, meine Güte, das sind viele Bücher. Braun, hier ist braun. Sehr gut. Das ist auch ein ganz, ganz wertvolles Buch. Schön, ich habe es hier. Rosenkranz vom kostbaren Blut. Jesus sagt, das ist die größte Andacht für diese Zeit. Und dort gibt es genau das Gleiche. Ich meine, wenn wirklich das der Himmel ist, der zur Mutter Vogel spricht und auch hier eben beim Barnabas, ist auch bischöflich anerkannt, empfohlen, Imprimatur, dann ist das natürlich der gleiche Inhalt, die gleiche Logik. Und da steht auch, dass man eben mit dem Blut und Wasser, die aus der Seite Christi hervorgeströmt sind, als er am Kreuz hing, eben diesen
die Taufe eben erbitten will. Oder ich taufe sie, jetzt vorher raussuchen sollen, jetzt herum. Aber es steht hier hinten bei den Gebeten mit drin. Taufe sie mit dem Blut und Wasser. Ich habe dann hier eine Frau getroffen auch. Und dann haben wir auch gebeichtet. Und die hat ganz gewaltige Sachen im Familienstammbaum sitzen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da hat die Oma, aber das ist wirklich heftig, was jetzt kommt. Die Oma von ihr hat ihre Tante, also sozusagen, Schwester von ihrer Mutter, nach der Geburt mit dem Messer getötet. Kurz nach der Geburt hat die Oma das Kind mit dem Messer getötet. Oma kam dann auch ins Gefängnis. Das Kind ohne Namen. Sie hat dann selber auch gesagt, das hat sie dann immer so traurig gemacht, dass dort im Register drin steht, Kind ohne Namen. Kind ohne Namen. Und ich habe dann gesagt, gute Frau, wir können um die Taufe bitten für dieses Kind. Und das war klar natürlich, das Kind war ja geboren, es ist ein Mädchen. Welchen Namen nehmen wir? Magdalena. Ist auch spannend. Gibt es einen Film, den Himmel gibt es echt, hast du schon mal gehört? 2014 in Deutsch. Das ist dann ein Bub, der ein Nahtoderlebnis hatte und dann auch eben Jesus gesehen hat und. Und der weiß dann immer Sachen, die er gar nicht wissen kann. Und dann spricht er mit seiner Mutter. Ich habe eine Schwester. Ich sagte, ja, deine Schwester sitzt hier drüben. Ich habe eine andere Schwester. Die ist in deinem Bauch gestorben. Und die Mutter schlägt, weil er das nicht wissen kann. Vom Himmel wusste. Fragt sie, was hatte sie denn für einen Namen? Was hat sie für einen Namen? Und dann sagt er, sie hatte keinen Namen. Ihr habt ihr ja keinen gegeben. Also wir haben dann gesagt, welchen Namen nehmen wir? Maria Magdalena. Habe ich mein starkes Weihwasser genommen und dann auch eben gebetet, lieber Gott, mit dem Blut und Wasser aus der Seite Christi. Natürlich noch praktischer, wenn das ein Priester auch macht. Muss man aber nicht Priester sein. Jeder kann die Macht des Blutes Christi oder Wasser aus der Seite in Anspruch nehmen. Taufe ich dich. Dann sind wir zurückgekommen. Eine gute Freundin von ihr saß auch da, die auch eben sehr gut im Glauben unterwegs ist, auch sehr viel spürt auch und so, hat sie gesagt. Und wir sind dann zurückgekommen. Ich habe sie extra nochmal gefragt, wie hast du mir das beschrieben? Wir sind zurückgekommen, hat sie gesagt, und dann hat die Freundin ihr das erzählt. Und dann hat sie gesagt, ich habe so stark gespürt, Zitat hier, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben mit meiner krakeligen Linkshänderschrift. Das Kind hat unendliche Freude und schlägt Purzelbäume. So hat sie das erlebt. Sie hat gesagt, das ist eine ganze Zeit lang gewesen. Und sie hat das so gespürt, dass das die Freude des Kindes war. Also man kann im geistlichen Leben sehr viel machen. Deus non alligator sacramentis. Gott ist nicht an die Sakramente gebunden. Das ist dann natürlich streng genommen kein Sakrament. Es gibt keine Ferntaufe. Ich kann jetzt keinen aus China über das Internet taufen, aber Gott ist nicht an die Sakramente eben gebunden. Ja, nochmal zurück zum Barmherzigkeitssonntag. Jesus beklagt sich hier, dass trotz seines bitteren Leidens viele Seelen verloren gehen. Die Barmherzigkeit Gottes als letzter Rettungsanker. Ich habe mal ein Buch gelesen, Gott lässt seiner nicht spotten. Gibt es ein ganzes Buch drüber, über echte Ereignisse, wo Leute den Zorn Gottes herausgefordert haben und wo dann krasse Sachen. Wieder anderes Thema. Du, wenn ich jetzt mal länger hier wäre, macht mir so eine Freude auch hier mit dir das zu sprechen und so, wirklich. Und der heilige Papst Johannes Paul II. Hat auch gesagt, bitte für uns, die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit ist mir immer nah und kostbar. Sie hat gewissermaßen das Bild meines Pontifikates mitgestaltet. Und ich glaube, wichtig zu sagen, Gott ist die Liebe, dieser Zorn, den bringen wir auf uns selbst, wenn wir in Rebellion sind. Dann sind wir einfach wütend. Ich habe Leute getroffen, die sind wütend. Erzähl mir nicht vom lieben Gott. Nee, es ist schon auch so. Das ist die Lüge halt, Gott. Gott straft nicht, ist die Lüge. Der ist gerecht. Ja, er straft natürlich. Wenn er nicht strafen würde, wäre er auch nicht gerecht. Und er ist halt unendlich heilig. Und ich meine, man sieht das, wie Gott sehr, sehr aggressiv herausgefordert wird. Genau. Also,
hat ein Satanist gesagt, wir wissen genau, wir gehen nicht zur jüdischen Tempel, wir gehen nicht zu der evangelischen Freikirche, wir wollen in die katholische Kirche und wollen die Hostie. Naja, was... Und er hat gesagt, wir kennen euren Glauben besser als viele Katholiken selbst. Was gibt es für eine massivere Herausforderung Gottes, als dann Jesus in der Hostie selbst anzugreifen? Was ich dann hier bei den Beichten oftmals den Leuten sage, ist auch, Sonntagsmesse verpassen aus eigener Schuld ist eine schwere Sünde. Das wissen die Leute nicht. Wir brauchen nie, es ist nicht so, dass Gott einen Mangel hat und wir ihm etwas geben müssten. Wir brauchen die Gnade der Sonntagsmesse. Kriegen wir Gnaden für die ganze Woche. So ist es von Gott eingerichtet. Keine Handkommunion machen, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Aus Respekt, wie hat eine Frau zu mir gesagt, wenn ich vor der Königin von England stehe, dann knie ich mich. Warum sollen wir vor dem Herrn des Universums, müssen wir das, machen wir das doch auch. Aber das muss aus einer Liebe entstehen, nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern wirklich, das ist der Anfang, dass man das aus Ehrfurcht, aber das muss aus einer tiefen Liebe sein, dass man Gott nicht mehr verletzen will. Na, es ist einfach. Dass man einfach diese Beziehung hat und sie, das verletzt ihn. Und wenn du ihn mal lieb hast, dann willst du den auch nicht verletzen. Ja, es ist ja auch immer noch der normale Weg des Kommunionempfangs, sagt die Kirche offiziell. Ja, Papst Benedikt hat dann ja immer die Kommunionbank aufgestellt und die Gläubigen haben sich hingekniet, um ein Zeichen zu setzen. Ich habe dann auch gehofft, lieber Papst Benedikt, kannst du nicht vielleicht da mal bitte die Handkommunion einfach wieder abschaffen? Ja, was wäre da in der Welt los gewesen? Gell? Aber Schritt für Schritt können wir wieder zurückkommen zu der Ehrfurcht, zu dem Wissen. Da steht ja Hosea 4,6, mein Volk kommt an Unwissenheit. Deswegen machen wir diese Videos, dass die Leute wieder verstehen und die Liebe und die Freude und für den Glauben entwickeln. Die Leute sind hier wirklich sehr offen dafür. Ich erkläre ihnen das auch, dass keine Bruchstücke auf den Boden fallen. Die Kirche sagt, in jedem Bruchstück, Fragment der Hostie ist Christus gegenwärtig. Deswegen soll man nach wie vor die Patene drunter halten. Ich benutze immer, bei der Handkommunion macht das keinen Sinn. Wenn man es dann bei der Kommunionsspendung drunter hält, fallen die Partikel eben auf die Patene. Man tut sie in den Kelch hinein, sie gehen nicht verloren. Das ist der normale Glaube der Kirche, in jedem Teil der Hostie ist Christus gegenwärtig. So, in Polen findest du kaum eine Kirche, wo nicht das Bild vom barmherzigen Jesus eben da ist. Da hat Jesus auch vieles versprochen über eben die Verehrung dieses Bildes, große, große Versprechungen. Passt sehr gut zu dem Thema Taufe für die Ungeborenen erbeten, dass aus dem Herzen kommen so blaue und rote Strahlen heraus. Rot das Blut, blau auch das Wasser der Taufe aus dem Herzen Christi. Gibt da noch ein Novenengebet zur Vorbereitung, ist auch sehr schön, wo man für verschiedene Anliegen eben betet. Und dann heißt es eben hier im Tagebuch 1541, sagt eben Jesus, mir gefällt es Ihnen, also den Betern dieses Barmherzigkeits-Rosenkranzes, den haben wir vorher gebetet, durch dieses Gebet alles zu schenken, worum Sie mich bitten, sagt Jesus selbst in diesem Tagebuch anerkannt der Heiligen. Barmherzigkeits-Rosenkranz. Einfach mal nachschauen, Barmherzigkeits-Rosenkranz. Hier ist sogar das Bild vom barmherzigen Jesus. Habe ich mir in Medjugorje geschenkt, hier halt in Schwarz-Weiß. Wow, there it is, ja. Wunderschön. Hinten die Gospa drauf, Friedenskönigin. Die Mutter Gottes auf Quartis. Bitte für uns. Amen. Ja. Oder Tagebuch 811. Jede Seele, die diesen Rosenkranz betet, verteidige ich in der Stunde meines Todes wie meine Ehre. Wenn dieses Gebet bei Sterbenden gebetet wird, besänftigt sich der Zorn Gottes und die unergründliche Barmherzigkeit umfängt die Seele. Also ich kenne eine Frau, die ist sehr gläubig, sehr nett, die geht ins Hospiz auch und dann betet sie auch für die Sterbenden, die oftmals sehr widerspenstig sind und nicht glauben wollen, ihr Barmherzigkeitsrosenkranz. Dann steht sogar noch hier Tagebuch 687, sogar wenn man das nur einmal beten würde, dass man dann große Verheißungen bekommt. Glaube. Oder machen wir das doch dann für andere. Mein Sohn ist so abtrünnig, jetzt bete ich einmal für meinen Sohn diesen Rosenkranz und vertraue darauf. Ich meine, man sollte auch noch mehr darüber nachdenken, was man dann auch betet. Wir haben es gebetet,
Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes. Also, wenn wir Leib und Blut, Seele und Gottheit Christi aufopfern, ist das, denke ich, schon einiges. Ja, das Machtvollste. Ne? Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Wenn ich kurz einfügen darf, viele Leute verstehen vielleicht die Kraft des Blutes Jesu. Es kommt aus, aus dem Jüdischen. Ein Jude darf kein Fleisch essen, wo das Blut drin ist. Weil dann isst man die Sehne mit. In dem Blut ist nach dem Jüdischen Blut auch die ist Seele, das Sitz der Seele. Der Seele. Die Satanisten drehen das auch um. Ganz gruselig. Ja, möchte ich hier gar nicht ausführen. Ja, genau. Aber wie du sagst, die wissen das eben. Und in der Bibel steht, ohne Blutvergießung gibt es keine Sündenvergebung. Keine Sündenvergebung. Und früher gab es das Hochfest des kostbaren Blutes Christi in der Kirche. 1.7. 1.7. 1. Juli. Ist jetzt im neuen Kalender gestrichen, kannst du dir vorstellen, warum. Ja. Der Rauch des Satans ist in die Kirche eingedrungen, sagt Papst Paul VI. 1.7. Nee, im lateinischen Kalendermessbuch von 1962, Tridentinische Messe. Sehr, sehr, sehr gnadenreich, der Ferrari unter den Messen. Feiert man das 1.7. Und hier die Gebete auch zum Blut Christi. Ganz, ganz wichtig für diese Zeit. Ganz wichtig, ja. Durch das Beten des Rosenkranzes zur göttlichen Barmherzigkeit bringst du die Menschheit näher zu mir. Hier spricht Jesus von der ganzen Menschheit, 929 und dann 687. Die Priester sollen ihn, also diesen Barmherzigkeitsrosenkranz, den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Wunderschön. Also letzten Rettungsanker würde ich nicht zurückweisen wollen. Ja, genau. Wenn ich schiffbrüchig bin. Genau, schön. Tun wir noch ein bisschen hier die paar Zitate von der Anna-Kathrine Emmerich anschauen. Ja. Und dann noch eine Vision. Ja. Wir sind hier bei Maria. Maria, Königin der Endzeit, heißt es hier. Schönes Buch, Mediatrix Verlag, sehr schöner Verlag, Josef Stocker, Herausgeber. Entnommen aus den Aufzeichnungen des Clemens von Brentano. Genau, der hat das alles aufgeschrieben, glaube ich. Ja, das ist ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Es war ein hochintellektueller Mann, der war mit der Haute Volée unterwegs und auch bei uns in der Nähe, bei mir in meinem Dorf. Ich war mehrmals in Dülmen am Grab von der seligen Anna-Kathrine Emmerich. Ich liebe sie, bitte für uns. Ja, Mann. Und dann hat sie ihn mal dahin verschlagen zu dieser Frau. Sie, äußerste Armut, dann der feine Weltmensch. Und sie hat ihn aus ihren Gesichten und Visionen schon gekannt. Sie haben nur gesagt, der Pilger kommt endlich. Sie hat ihn immer den Pilger genannt. Der hat sich zutiefst bekehrt, der hat immer mit ausgebreiteten Armen gebetet dann und steht auch hier noch etwas darin drüber. Ich lese jetzt mal ein bisschen was vor, vielleicht fällt dir auch was ein dazu. Ein Gedanke an Gott ist mehr wert als die ganze Welt. Ein liebevoller Gedanke, ne? Ja, klar. Sie spricht über das Leiden, das wissen viele nicht. Die heilige Rosa von Lima hat gesagt, sie würde bitte für uns, sie würde am liebsten wie eine Wahnsinnige durch die Krankenanstalten rennen und den Leuten allen sagen, euer Leiden ist wertvoll. Das ist der Widerspruch, weil auch das zum oft, ich mache Interviews mit vielen Leuten und die sagen, durch das Leiden habe ich wieder die Beziehung zu Gott aufgebaut. Ja. Großes Geheimnis. Der Pater Pio sagt, alles Leiden ist Gnade, auch wenn wir es oftmals nicht verstehen. Und seht es eher so als Hinweis. Von Gott, kommt zu mir zurück, kommt, ruft, habt eine Union mit mir, sprecht mit mir, mit einem Freund, wieder einem Freund. Sicher. Ich bin der liebende Gott, der Vater, der Liebende. Klar. Nicht der böse alte Mann mit dem weißen Bart, sondern der liebende Gott. Er hat die Gerechtigkeit, natürlich, das ist fair, versteht jeder, die Fairness. Aber er ist der liebende Gott. Naja, wir haben auch vergessen, eben das Leiden Christi zu betrachten. Genau. Ich habe hier ein schönes Kreuz, ja. Sind schöne Reliquien drin auch. Wir sind durch Leiden erlöst worden. Also, es war mal ein sehr, sehr alter Priester hier auch und der hat dann hier die Predigt gehalten, ganz, ganz liebenswürdig. Der hat auch Geburtstag gehabt an diesem Tag, glaube ich. 90 oder so.
so eine ganz, ganz leise Stimme gehabt, dass er ihn fast nicht so ganz gut verstanden hat, aber sehr gut, sehr liebenswürdig und sehr gläubig. Und der hat dann auch gesagt, eben keiner der Heiligen, die heilig geworden ist, ist da dabei, der nicht eine besondere Liebe zu Maria hatte. Ohne Verehrung der Gottesmutter wirst du kein Heiliger, Tom, merkst du. Aber du verehrst sie, deshalb bist du hier. Was das bedeutet auch ist, ist einfach, ist eine, dass man diese Beziehung hat. Das ist eine liebende Mutter, die heilig heißt ja, heil zu werden. Ja. Und die hilft. Ich habe es in meinem Leben gesehen, die mich an die Hand nimmt, mit all meinen Verwundungen. Ich kam hierher und habe ganz klar oben auf dem Erscheinungsberg gehört, ich sehe all deine Wunden. Und ich habe gedacht, mich sieht keiner. Das ist die schlimmste Sache. Wir wollen alle gesehen werden und geliebt werden. Schlimmste, wenn man sozusagen negiert wird. Einfach. Genau, negiert wird. Behandelt dich wie Luft. Ich bin Luft, allein. Sollen die Eltern niemals machen. Ja? Aber ich mache keinen Eltern Vorwurf. Die Eltern haben ihre Lebensgeschichte, wurden nicht gesehen und können dann gar nicht sehen, weil sie gar nicht gelernt bekommen haben, zu sehen. Ja, es hat mir jemand gesagt, ich kann nicht geben, was ich nicht habe. Genau. Das ist. Und der hat auch gesagt, dieser liebe Priester, du wirst keinen Heiligen finden, der nicht ernsthaft das Leiden Christi meditiert hat. Auch. Genau. Man fängt mir an zu leiden. Mich hat die Tochter von meinem Bruder, warum den gekreuzigt vor Jahren? Ich konnte keine Antwort geben. Die haben den gekreuzigt, weil er die Wahrheit gesagt hat. Ja. Und wenn wir die Wahrheit sagen und unser eigenes Leben nehmen, dann stößt man wie ein Freund und sagt, weil man liebenswert, habe ich Energie zu allen lieb. Und dann habe ich auf einmal die Wahrheit gesprochen. Da wurden die richtig unwirsch. Das ist klar. Und Jesus will, dass wir ehrlich sind, aufrichtig leben. Ja. Aber in liebevoll, dann wird man die Liebe und die Wahrheit zusammen wie eine Acht. Die heilige Chanabereta Molla, bitte für uns, meine Jahrespatronin, heilige Ärztin, auch interessanterweise im Zusammenhang mit dem Thema Abtreibung. Ja. Durfte mal in ihrem Grab beten, schwanger. Und die Ärzte haben mir dann also gesagt, wir können dein Leben retten, aber dann wird eben das Baby nicht überleben. Dann hat diese heilige katholische Ehefrau, Mutter, Ärztin gesagt, nein, es kommt nicht in Frage, dann opfere ich mein Leben. Und was hat sie gesagt? Wenn wir wirklich ernsthaft das Leiden Christi betrachten, dann können wir nicht mehr sündigen, weil Christus hat für alle Sünden gelitten, auch für die Sünden, die nach ihm kommen. Wenn ich jetzt morgen sündige, dann sorge ich dafür, dass Christus, der in einer Vorausschau alle Sünden getragen hat, auch deswegen noch damals mehr gelitten hat. Es ist alles. Man muss diese persönliche Beziehung haben, dass man wirklich aus Liebe das nicht mehr machen, die Sachen nicht mehr machen möchte. Nein, das ist dass man da hinkommt. Ja, aus, Schritt für nicht Schritt. Aus Angst vor Strafe, nicht weil wir nur eine Belohnung haben wollen, einmal im Himmel, aus Liebe zu Gott. Ruhig leiden zu können, hat mir immer für den beneidenswertesten Zustand auf Erden geschienen. Wenn Sie dorthin fahren, sehen Sie da diese Stroh, ja, das ist so wie ein Korb, in dem sie war, gar kein wirkliches Bett, sehr, 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 sehr arm, die Hände und Füße durchlöchert, sie war ja stigmatisiert auch, Dornenkrone auch gelitten. Eben einfach zu wissen, Gott sieht ins Verborgene. Die heilige Therese von Lisieux sagt, durch Leiden werden mehr Seelen gerettet als durch die schönsten Predigten. Wenn ich nichts zu leiden habe, dann geht es mir am übelsten. Ja, die Resel von Konnersreuth, habe jetzt endlich mal eine Reliquie von ihr auch bekommen. Bitte für uns, große, große Frau. Die hat eben auch, sie hat sehr viel gelitten, war auch stigmatisiert. Und sie wurde mal gefragt, sie hat gesagt, keiner leidet gern. Ich meine, wir sind ja keine Masochisten, keiner leidet gern. Aber sie hat gewusst, dass das Leiden unendlich wertvoll ist. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Kreuzschmerzen, habe ich öfters mal Jesus, ich opfere die Kreuzschmerzen auf, verbinde sie mit deinen Leiden und Verdiensten am Kreuz durch das unbefleckte Herz Mariens für die Verstorbenen. So könnte man beten, sie hat auch gesagt, wenn sie für die Verstorbenen ihre Schmerzen aufopfert, dann sieht sie das gleich in ihrem übernatürlichen Erleben, wie sie sofort für sie beten. Und jetzt hier auch noch, wenn die Engel Neid empfinden könnten, würden sie uns beneiden wegen der Fähigkeit des Leidens. Ich habe mal gelesen, die Menschen können größere Ränge im Himmel erreichen als die Engel auch. Die Engel konnten nie leiden, auch aus Liebe zu Gott. Dann spricht sie auch über die Barmherzigkeit Gottes. Groß ist die Gerechtigkeit Gottes, aber noch unbegreiflicher seine Barmherzigkeit. Hier auch tröstlich, es geraten nur jene in die Verdammnis, also die Hölle, die sich durchaus nicht bekehren wollen, die aber, welche noch einen Funken guten Willens haben, werden gerettet.
Warum geht es diesen Funken? Ja. Weil die Liebe Gottes so unbegreiflich groß ist. Sie hat auch gesagt, manchmal denken dann die Frommen, dass dann alle verdammt sind. Das ist sicher nicht zutreffend. Das ist eine spannende Frage. Wie viel werden gerettet, wie viel werden gehen verloren, werden mehr gerettet, gehen mehr verloren, ist dann ein bisschen spekulativ. Aber sie sagt auch, Christus hat 3 Stunden am Kreuz gehangen, es werden mehr gerettet, als wir denken. Selbst ein Heide oder ein solcher, der vom heiligen Glauben keine Kenntnis hat, kann gerettet werden, wenn er mit der festen Überzeugung und dem Willen Gottes als dem höchsten Herrn und Urheber aller Dinge zu dienen, dem in unserer Natur gelegten göttlichen Lichte folgt und Gerechtigkeit und Liebe zum Nächsten übt. Ist doch auch schön, oder? Also, viele Muslime sind wirklich gläubig. Sie suchen Gott irgendwo. Sie bemühen sich eben, das ist ja Menschen drin, gerecht zu sein. Das Nächste zu wollen, der gute Wille, sagt die katholische Kirche. Das ist das Wichtigste, zu lieben, wie Teresa von Lisieux. Dinge, kleine Dinge sind groß, wenn sie aus Liebe getan sind. Wir wissen, was in der Welt passiert, da brauche ich nicht drüber predigen, wird natürlich auch nicht gesagt, wie viel da auch. Ich würde es gerne jetzt hier auch sagen, mein Bruder zum Beispiel, der ist nicht 1000 Mal in die Kirche, in die Messe gegangen, gerade hier nebenan hat er das seiner Freundin gesagt, weil er wurde eine Woche vor seinem Tod gefragt, hast du Angst zu sterben? Dann hat er gesagt, ich habe keine Angst zu sterben, weil ich wirklich mein Leben gelebt habe. Er ist gereist, hat wenig Geld, hat sein Mercedes-Kombi umgebaut, ist nach in die Türkei gefahren, war ehrlich. Der war ehrlich, der hat es geliebt, mit wenig Geld die Sachen gemacht. Ehrlich. Man muss ehrlich aufrichten. Nee, das ist auch, das fehlt uns auch, das habe ich auch schon oft in den Gesprächen gehabt. Die Leute sagen dann, wieso soll ich in deine Kirche gehen? Die Leute, die oftmals in der Kirche sind, die gehen dann raus und lästern schon auch auf dem Kirchplatz schon wieder über andere herum und leben dann einfach so. Das ist dann auch, so hat die Bibel streng dann. Nee, ist wirklich so, wenn wir Christen sind. Ich meine. Auch sich selbst lieben, sich selbst annehmen. Ja, der Priester hat eine größere Verantwortung, weil alle sehen gleich, das ist ein Priester. Ja. Also nicht nur beten, sondern auch wirklich christlich leben. Wir sind alles arme Sünder, aber. Und auch für die Priester. Nicht pharisäisch. Das Gebet, die Selige sagt, ich sehe aus dem Mund eines Betenden eine Linie von Worten wie einen Feuerstrahl hervorgehen und zu Gott empordringen. Sie sagt, man soll wirklich andächtig beten. Ich kenne einen, der sagt, heute habe ich 4 Rosenkränze gebetet. Also beten Sie lieber einen Rosenkranz von Herzen als 3 wie eine Maschinengewehr. Die Selige sagt, einigen wuchsen beim Beten aus dem Mund Blumen hervor, die zum Himmel emporstiegen, während bei Personen unter ihnen, die zerstreut waren, gekautes Gras aus dem Mund zur Erde fiel. Das ist natürlich dann, wenn man wirklich schuldhaft sich nicht eben vernünftig konzentriert. Das ist natürlich so, dass das Beten wieder ein anderes Thema, man könnte da wirklich tagelang sprechen. Und auch wie meine Großmutter, die hatte 9 Kinder, die konnte nicht mehr beten, die hat gesagt, ich opfere meine Arbeit auf als alles, Gebet. Alles zu Ehre Gottes. Essen und Trinken zu Ehre Gottes, sagt der heilige Paulus. Es geht um die Intention, um den Willen, den guten Willen. Die Heiligen, die Gläubigen sind oftmals dann auch traurig und sagen, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Die Heiligen haben das auch erlebt, dass eben das Gebet, das ist ganz normal, sehr trocken ist dann. Die heilige Mutter Teresa hat sich wie verdammt gefühlt. Mhm. Also die frisch zum Glauben kommen, denen schenkt Gott viele Tröstungen, dass sie dabei bleiben. Mhm. Und es ist normal dann auch. Bei mir ist auch der Rosenkranz wirklich sehr, sehr trocken. Das fällt mir äußerst schwierig, da zu betrachten. Weil da, ich glaube, ich muss mal auch sagen, jeder hat eine andere Mission. Zum Beispiel, ich mache viele Filme, den ganzen Tag. Und der andere hat die Liebe zum Rosenkranz. Nein, ich habe die Liebe zum Rosenkranz. Wir verstehen uns falsch. Der Lehrer hat uns das auch damals gesagt von der Spiritualität, dass es normal ist im geistlichen Leben, wenn man schon länger betet. Ja. Dass auch in einer gewissen, es ist wirklich eine Wissen, wie wir eine Wissenschaft, eben wird ja auch gelehrt, eben, dass es normal ist, in dieser einen Stufe vom Gebet, wenn man dort ist, betrachten ist eigentlich nicht wirklich möglich. Ich versuche dann eben. Ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe und dann das Herz hat sich Freudensprünge gemacht und jetzt ich bete ihn, so gut es mir gelingt. Natürlich kann ich auch beichten mal, dass ich
nicht so andächtig gebetet habe, wie ich hätte sollen, aber ich bemühe mich natürlich schon so gut wie möglich zu beten. Moses betete mit im Kreuz ausgebreiteten Armen. Diesem Gebet widersteht Gott nicht. Denn sein eigener Sohn hat so bis in den Tod im Gebet treulich ausgeharrt. 6-7 Minuten sind wir fertig. Ich sah die Abtötungen und Fasten den Einfluss der bösen Geister sehr schwächen und die Nähe und Tätigkeit des Schutzengels stärken. Sie sagt auch, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du jetzt aus Liebe zu Gott mal auf was verzichtest. Aus Liebe zu Gott, schön. Ja, ne, dass du dann so viel Segnung bekommst, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Überzeugt. Auch wenn das eine kleine Sache ist. Ja. Weil halt auch das uns schwerfällt. Ja. Wir haben die das Gift, die folgende Erbsünde noch in uns, Erbsünde ist weg, folgende Erbsünde sind noch da und es fällt uns schwer. Deswegen es geht immer um der Kampf des Ego und loszulassen und Gott dem göttlichen Willen zu folgen. Na, man und muss auch lernen, dass der göttliche Wille toll ist. Diese Anhänglichkeit dann auch an die Sinne halt. Ja. Amen. Der heilige Thomas von Aquin sagt, Fasten ist noch stärker als Gebet, weil es uns auch schwerer fällt. Ja, genau. Aber der heilige Vater von Aquin. Genau. Ja, mir leid. Ja, mir auch. Ja. Ganz klar. Ich faste zu wenig. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, nur am Anfang fällt es einem schwer, dann geht es wie von selbst, sagt ja, er. Ja, ich glaube, das ist ja. Nee, dann kommt die Gnade Gottes, auch wie beim Körper. Am ersten Tag sagt der Körper dann, essen, 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 essen. Und dann stellt ja auch der Körper den Stoffwechsel um. Und freut sich mal, dass er nicht immer, ich habe jetzt hier da englisches Frühstück gegessen mit... Aber mit Liebe, sieht man die an? Nein! Mit die Vegetarier werden wahrscheinlich zur Decke springen mit Würstchen und geräucherten Speck. Ich vor Freude springe ich zur Decke, das finde ich auch gleich. Ja. Das Gericht über eine Seele sehe ich augenblicklich über dem Sterbeort des Menschen. Wenn einer stirbt, das persönliche Gericht. Ich sehe Jesus, Maria und den Patron der Seele, Schutzpatron, sehr, sehr wichtig. Du heißt Thomas, ich habe dich gesagt, Thomas, von Aquin Thomas der welcher Thomas ist dein Schutzpatron? Ich habe mal eine Sophia getauft und dann habe ich die Eltern gefragt, es gibt 3 heilige Sophias, die ich gefunden habe im heiligen Lexikon. Welche wollen Sie als Namenspatronin auswählen? Ja, wir nehmen die von den Eisheiligen. Kennst du die Eisheiligen, gell? Also der Eisheiligen kenne ich aber. Was bedeutet das? Erklär das mal, viele haben das Wissen schon gar nicht mehr. Ach so. Jetzt auch nicht, ich kenne den ja. Es ist so, dass eben, ich glaube, das ist im Mai. Es ist so, dass in der Zeit, wo dann eben Frühling eigentlich schon da ist und der Winter vorbei ist, merkt man, ist es ganz, ganz oft so, dass nochmal so ein Kälteeinbruch kommt. Ja. Genau. Weiß nicht warum. Mhm. Und die und das sind dann diese Tage, ich kann es ja, ich bin ein Multitasker, ein kleines bisschen. Kannst du mal schnell raussuchen, während ich hier spreche. Und während dieser 3-4 Tage sind manche Heilige halt im heiligen Kalender drin. 11. bis 15. Mai 2024. Und wer sind die Heiligen? Bist du das auch dabei? Ja, klar. Aha. Also die Eisheiligen. Wer sind die 5 Eisheiligen? Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Und Sophia, ja. Manchmal werden 4 genannt, manchmal 5. Mhm. Bittet für uns. Die kalte Sophie. Die kalte Sophie. Ja, ist auch lustig. Mhm. Und ja, wieso weißt du, dass der Thomas von Aquin das bei dir ist? Hast du den dann selber ausgewählt oder wurde dir das gesagt? Na, also meine Tante hat mir gesagt, dass meine Mutter, sie hat dann gefragt, ist es der ungläubige Thomas? Und er meinte, nein, 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 meine Tante, über meine Tante kam. Sie sagte, nein, das ist der Thomas von Aquin. Ich rede auch mit meinen Schülern darüber dann und dann, wenn einer Thomas heißt, das ist natürlich in den allermeisten Fällen so, dass da nicht darüber gesprochen wurde. Mhm. Sollte auch der Priester machen, dann sage ich, such dir einen aus. Mhm. Lest dir mal den Thomas von Aquin durch, lest dir mal den Apostel Thomas durch, gibt ja viele andere heilige Thomas ja auch noch. Da fällt mir noch was dazu ein, weil gestern der Priester in der Predigt Thomas gesagt hat, der Zwilling und im Hebräischen, weil ich habe beim jüdischen Rabbiner gelernt und er hat gesagt, wer ist eure Namen, wir schauen im Hebräischen nach und im Hebräischen bedeutet Thomas Zwilling. Ja, ja. Didymus Zwilling. Didymus, der Zwilling, genau.
Und ich bin jetzt, ich glaube nicht an Sternzeichen mehr, aber Zwilling. Ja, Sternzeichen, wirklich. Kann man vergessen. Aber völliger Unsinn, ja. Vergesst es wirklich, ihr müsst den lernen. Ich habe da jahrelang auch ein bisschen mal gelesen und so weiter, aber man schränkt seinen Gedanken ein. Der schreibt irgendjemand, was wird in Zukunft passieren, da hängt man sich an diesen Gedanken auf, regelrecht, das ist totaler Schwachsinn, sondern lasst euch vom Heiligen Geist führen und nichts sucht außen, sondern in euch drin. Bei mir habe ich das, weil ich von außen nicht die Bestätigung bekam, da habe ich. Dann sucht man irgendwo trotzdem Bestätigung irgendwie. Dann ist, ja, kannst du ein Wunderheiler sein, dann kannst du der sein. Ja, ja. Eine, wie auch immer, macht das nicht. Das führt nicht zum Guten. Nee, und das kommt ganz durcheinander, klar. Total durcheinander. Nee, es ist auch abergläubisch. Genau. Und ihr müsst also lernen, vom Heiligen Geist geführt zu sein, von der inneren Stimme der, ja, Liebe. Ist ganz einfach. Ist eine leise Stimme, eine sanfte Stimme. Und es wird euch immer zum Frieden und zur Freude, ja, führen, was die, ja, Mutter Gottes sagt. Und. Ja. Sehr, sehr gefährlich. Ich Astrologie halt, ja, sicher, genau, dass die Sterne das Schicksal bestimmen. Genau, da kommt man total durcheinander. Ich wurde total durcheinander dann. Ich habe mir, klar, nee, das ist auch nicht ungefährlich. Ich habe, ja, mir das auch mal so überlegt, auch Sternzeichen dann. Viele Ärzte rauchen auch. Dann ist da eben beim Gynäkologen der Anruf, die Frau ist hochschwanger und in den Wehen. Kurz vor Mitternacht, der denkt sich, ja, rauche noch eine. Dann entbindet die Frau kurz nach Mitternacht. Dann anderes Datum. Fällt sie in ein anderes Sternzeichen hinein, nur weil der Priester, verstehst du, was ich sagen will, ja, oder? Nur weil der Priester eine geraucht hat, ja, ist die jetzt in einem anderen Sternzeichen drin, weil da gerade der Wechsel war, genau, und soll dann deswegen aus, genau, ein anderes Schicksal haben. Und es ist, ist einfach. Das ist totaler Schwachsinn auf Hochdeutsch, macht es nicht. Ja. Lernt die Beziehung zu Gott aufzubauen. Nee, das bindet dann auch, weil das macht natürlich auch dann Angst, wenn, ja, dann irgendwo, genau, vielleicht eine schlechte, oder dass man glaubt, man ist festgelegt irgendwie. Genau. Also, persönliches Gericht, augenblicklich, und hier schön, ich sehe Jesus, Maria und den Patron der Seele und ihren Engel dabei. Auch bei Protestanten sehe ich Maria zugegen. Ganz Maria klar. Ist die Hilfe der Christen. Amen. Dieses Gericht ist in sehr kurzer Zeit vollendet. Maria liebt die Menschen, die Jesus lieben. Da ist Na, Maria liebt jeden. Ja. Maria ist auch Zuflucht der Sünder. Liebe. Genau, es ist die pure Liebe. Wenn jemand für die armen Seelen etwas tut, betet oder leidet, kommt ihnen dies augenblicklich zugute. Und sie sind dann so froh, so selig und dankbar. Diese Patricia Sandoval hat auch ein Video im YouTube. Ich freue mich einfach, dass ich sie jetzt kenne. Mhm. Und wir haben wirklich so schön. Wir haben gesagt, wir sind jetzt wirklich gute Freunde, haben uns beide sehr gefreut. Mhm. Und sie hat auch ein Buch gelesen von der Maria Zimmer von Vorarlberg. Mhm. Eine, ja, Amerikanerin, die ursprünglich aus Mexiko stammt, liest ein Buch von einer Vorarlbergerin, das ja bekannt wurde, dann Erlebnisse mit den armen Seelen. Amen. Hat sie gesagt, ich muss für die. Sie hat dann immer gebetet und Buße getan für die armen Seelen. Schön. Sie hat dann auch arme Seelen gesehen sogar. Priester können die armen Seelen segnen und dieser Segen dringt wie erquickender Tau ins Fegfeuer. Wichtig da auch die gregorianische Messe. Wir dürfen nicht vergessen, für unsere Verstorbenen, ja, zu beten. Ja, das da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Genau. Das haben wir dann. Wir haben jetzt auch gebetet, dass wir da nicht, genau, zu chaotisch sind. Da haben wir das nicht mehr ganz beantwortet. Also heilige Messen für die Verstorbenen bestellen. Ja. Die Messe hat einen unendlichen Wert. Ich kann nicht die Messe kaufen. Das ist auch ganz klar, dass es immer schon so katholisch war. Ich gebe dem Priester eine Spende. Viele Priester leben von diesen sogenannten Messintentionen. Genau. Ich bestelle Messen mal, ich gebe sie meinem Freund, dem Kaplan Sebastian. Und der schickt es über seinen Priesterfreund dann in arme Länder. Genau, schön. Der Priester hat eigentlich fast kein Einkommen, er lebt von diesen Messen. Ist verschieden. Der Bischof legt dann fest, wie hoch das Messstipendium ist. Bei uns sind es 10 Schweizer Franken, ca. 10 Euro. Deutschland sind es 5 Euro. Und dann gibt es die Leidensmesse, kann jeder ja nachschauen. 6 heilige Messen an 6 aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Und dann gibt es die Gregorianische. Leiden, was ist das für eine Messe? Für was ist die? Ja, da wird dann an 6 aufeinanderfolgenden Tagen. Sind wir Lebende? Gleich? Ja, ich bin ja gerade drüber. Gut. An 6 aufeinanderfolgenden Tagen feiert der Priester an jedem Tag die Heilige Messe, die unter dem Aspekt des Leidens Christi gefeiert werden. Da ist dann hier, das ist auch vom Papst damals gut geheißen, klassischerweise ist es eben für die Verstorbenen. Es gibt auch die Versprechung hier, weiß nicht ganz genau, Papst Clemens, der so und so viel, der 1700 so und so viel, ich habe es mal ganz genau gelesen,
gibt es ja noch einen Bericht dann eben, wo jemand das erlebt hat. Es ist eigentlich die Verheißung, wenn einer eben noch am Reinigungsort ist und diese Leidensmesse gefeiert wird, dann ist er danach wohl im Himmel. Ich meine, wenn unter den normalen Voraussetzungen, das ist natürlich klar, man kann mit Gott da nicht jetzt irgendwie den lieben Gott austricksen und sagen, Thomas, ich mache, was ich will und wenn ich sterbe, dann bestellst du die Leidensmessen, dann rausche ich in den Himmel. Das ist natürlich klar, dass einfach ehrlich sein, mit Gott nicht spielen sein, kann. Genau. Nicht doppelt, wie sind aber Sprüche, doppelt, nicht doppelte Gedanken haben. Ja, das ist ja auch in unserer Zeit, der Geist der Lüge ist so stark in der Welt, gell? Teufel ist der Vater der Lüge. Die erste heilige Messe zu Ehren der unschuldigen Gefangennehmung Christi, zwei zu Ehren des unschuldigen Gerichts, drei zu Ehren der unschuldigen Verspottung, der heiligen Wunden und Schmerzen, Sterbens, Begräbnisses, ja, zu Ehren der Auferstehung und Himmelfahrt. Mit diesen Verheißungen eben. Und die gregorianische Messe, das ist so, dass eben das 30 aufeinander folgende Tage sind, an denen dann an jedem Tag eine heilige Messe gefeiert wird. Bedeutet es, dass dann die Person direkt in den Himmel kommt, dass das alles aufgelöst ist? Was bedeutet das? Es ist so, der Papst hat natürlich auch die Vollmacht zu binden und zu lösen. Also wenn die Päpste das unterschreiben, Imprimatur und so weiter, kann man da schon sich drauf verlassen. Das bedeutet schon in normalen Situationen wie bei der Leidensmesse, dass es so mächtig ist, dadurch alles auch gesühnt wird. Dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass dann auch die Seele im Himmel ist. Auch die Krankensalbung tut ja gerade noch auch die restlichen Folgen auch der Sünde noch eben auslöschen und Sündenstrafen zeitliche hinwegnehmen. Die Leidensmesse kann man eigentlich für alle möglichen Anliegen bestellen. Gregorianische Messe ist klassischerweise für einen Verstorbenen. Das beste Investment, was man machen kann. Ja. Jetzt mein Bruder, mein Vater gesagt, die haben das beste Investment für meinen Bruder gemacht, für meine Schwester, diese Messen zu lesen. Nee, das ist auch so, Christus sagt auch selber zu einer Heiligen, da glaubt die Heilige von den Helfter, Mechthild und Steh auf dem Schlauch. Gertrud. Ja? Gregor der Große erzählt in seinen Dialogen, also das ist Papst Gregor der Große, was den Seelen nach dem Tod zur Freisprechung verhelfen kann. Nur wenige Päpste werden der Große genannt, Gregor der Große. Ein Mönch, der gegen das Gebot der Besitzlosigkeit verstoßen hatte, der aber nach seinem Tod durch 30 aufeinanderfolgende Seelenmessen aus dem Fegfeuer zur Seligkeit gelangte. Daher stammt es. Ne? Gregorianisch Gregor. Gregors Dialogi waren im Mittelalter ausgesprochen populär. So etablierte sich dieser Brauch, die 30-tägigen Messen zu feiern, gregorianische Messen eben zu nennen. Ich habe hier Bekannte von der Heimat getroffen und die haben auch gesagt, ah Tobias, wir haben der Mutter versprochen, dass nach ihrem Tod die gregorianische Messe gefeiert wird. Haben wir jetzt noch nicht eingelöst. Und ich habe dann gesagt, ich habe eh viele Messintentionen. Ich habe dann einen Freund gefragt, der hat gleich gesagt, mache ich 1. Mai, geht's los. Die armen Seelen sind unterrichtet von dem, was im Himmel und auf Erden in Bezug auf das Heil geschieht. Sie werden von den Engeln unterrichtet. Die sind nicht einfach da drin. Manche haben das immer so verzerrt dann. Ja, also. Und auch vielleicht ist noch, was meine Großmutter, meine Urgroßmutter gesagt hat, schneide hier und nicht. Na, das ist das, besser, das ist ein Zitat von den Heiligen. Ja. Wir können hier sehr, sehr leicht unsere Sachen wieder ausgleichen. Ja. Amen. Wenn ich jetzt was mal ein bisschen böse war, dann sollte ich hingehen und sagen, du, es tut mir wirklich leid. Wenn ich das nicht mache, weil ich zu stolz bin und das dann in der Ewigkeit abbüßen muss, da wird es 100-mal so schwierig und schmerzhaft. Gestern gesehen, nicht auf Ego hören, da geht man erstmal weg. Ach, die Person hat nicht das gemacht, was ich will. Und dann aber hingehen und wieder ja, Person sprechen. Das ist ganz mächtig auch, weil halt der Stolz auch in jedem Menschen steckt. Die Welt will uns einreden, die Strategie vom Teufel, sehr, sehr erfolgreich leider. Genießen, genießen, genießen. Die Seele sagt, Armut ist ein beneidenswerter Stand,
da ihn der Sohn Gottes für sich erwählt hat. Alles Überflüssige, was man den äußeren Sinnen entzieht, erhält man tausendfach im Inneren wieder. Das innere Leben. Deswegen sind viele innerlich so verdorrt, weil sie so von Äußerlichen erdrückt werden. Ich meine, es ist Reichtum, macht schlaflose Nächte, steht in der Bibel. Und ich kann das kurz sagen, ich war in Spanien im Café mit meinem Bruder und da saß eine alte Frau, die hat sich praktisch braun geschminkt, damit sie sonnengebräunt aussieht, die Ohrläppchen am Runtergang hat, goldene Ohrringe an, es sah pathetisch, wie sagt man im Deutschen, sah komisch aus. Und es ist ein Widerspruch, wir werden alt und verwelken, aber die Seele, wir müssen an der Seele können wir arbeiten, die leuchtet durch. In Würde altern? Ja, genau. Ich bin schon grau wie ein Silberfuchs, du hast ein bisschen Glatze auch. Weg, ja. Aber willst du denn nicht eine Haartransplantation machen oder was in der Türkei, Thomas? Wenn die nächste Spende kommt, dann kommt die Pilgerreise nach Ephesus. Ich hoffe, ihr versteht Spaß. Natürlich. Glauben ist wichtig, ja. Dass man auch über sich selbst lachen können. Das ist auch ein Zeichen vom Glauben, dass man über sich selbst lachen kann. Dass man die Distanz ja. Zu sich selbst hat. Ich habe gestern mit einem unglaublichen Mann getroffen, hier, der ist 23, der ist aus Amerika, bitte mit ins Gebet einschließen, der will Priester werden eigentlich. Genau, ganz wichtig. Und der hat so über sich selbst, das kann ich gar nicht erzählen. Ich habe ein bisschen speziellen Humor und dann manche sind ein bisschen überfordert vielleicht. Genau. Wollen wir nicht. Na, genau. Leute, die sich für sehr verständig halten und auch bei anderen dafür gelten, die superschlauen, sehe ich gar oft in einem Unverstande, dass man sie ins Irrenhaus setzen könnte. Ich will gar den Namen nennen, jeden fällt wahrscheinlich schnell der ein oder andere, den man aus der Tagesschau kennt, ein. Wir sagen keine Namen. Deshalb hat jetzt ein Priester gesagt, eine Welt ohne Gott führt halt, wir sehen die Welt an, die wird teilweise verrückt, weil die Leute nicht mehr nach den Werten von Gott leben. Und da wird man dann von Sinn. Nee, das sagt auch der Dostojewski. Ohne Gott ist alles erlaubt. Ja, genau. Wenn es keinen Gott gibt, der mich bestraft, warum soll ich dir hier nicht ein Portemonnaie klauen? Es sieht keiner, ich bin stärker als du. Sagen, es hat ein Freund gesagt, wow, die katholische Kirche, alles ist verboten, man darf keinen Sex haben, man darf nicht trinken und so weiter. Nein, diese Gebote sind ja, dass man in die Fülle kommt. Ja. Dass man das volle Leben lebt. Ja. Wenn du Alkoholiker und sexsüchtig bist, dann bist du auch nicht glücklich. Nee, die sind ganz viele enden im Suizid. Genau, du bist dann so verzweifelt, das selbst erlebt in einer gewissen Weise, wo du dann einfach auch kein Selbstwertgefühl, nichts mehr hast. Weil du hast dich der anderen Seite hingegeben. Na, es hat der Nachbar im Priesterseminar hat es zu mir gesagt, Christoph, der hat auch gesagt, naja, Kirche hat er früher gedacht, ist doof, verbietet halt einfach alles, was Spaß macht. Genau. Alter Spaßverderber halt. Genau, und das ist ja nicht die Wahrheit. Und er hat gesehen, dass es nicht stimmt. Ja, und ich meine, trinken ist nicht verboten. Ich habe gestern auch Messwein, Gold. Bier, Medjugorje, wir haben gestern Medjugorje-Bier getrunken. Schön. Wenn ich natürlich so viel trinke, dass ich mich ausschalte, betrunken bin, dann ist es eine Sünde auch, das ist klar. Aber und hier die Menschenfurcht auch, das ist auch so, was könnten die anderen denken? Denken, genau. Das ist ein ganz großes Thema, viele sind völlig unfrei. Ja. Was könnten die anderen denken? Und wenn ich jetzt an meinen Bruder denke, der ist letztes Jahr gestorben, wer denkt noch an den? Ja. Denkt nicht so viel über Menschen nach, ihr müsst nur mit Gott rein. Ja, sowieso. Sein. Weil der ist jetzt, der schaut jetzt Gott an und nicht irgendwelche Menschen da oben, sondern... Sowieso, na, wenn du beim persönlichen Gericht bist, wenn du stirbst, da stehst du alleine da. Da ist der Schutzengel da, Namenspatron wohl auch, die himmlische Mutter. Aber das hat mir eine Freundin gesagt, die auch in Israel mit mir war. Die hat gesagt, alle haben gesagt, ich soll da nicht hingehen. Da habe ich gesagt, schau mal, abends, wenn du dich anschaust vorm Spiegel, stehst du alleine. Da sind die nicht dabei und übernehmen die Verantwortung. Ja, das ist, macht sehr unfrei. Ja, macht total unfrei. Was denken die? Ich habe das jahrelang gemacht. Was denken die Menschen von mir jetzt noch? Das ist menschlich, dass wir das denken. Naja, die Selige sagt, um den Beifall der Menschen habe ich mich nie gekümmert. Die Meinungen der Menschen sind mir gleichgültig, außer wenn ich sie wegen ihrer Verblendung bemitleiden muss. Ja. Man sagt auch wie der selige Kardinal von Galen, ne Claudibus necti more, weder das Lob interessiert mich noch, dass ich jetzt Angst habe da. Ich meine, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aus Liebe, man muss diesen Gott erfahren, der Liebe, ne? Dass der wunderbar ist, dass jeden der Teil durchsorgt. Ich sage meinen Schülern, sage ich auch, ich würde Gott einfach gerne mehr lieben, ich liebe ihn zu wenig, weil er aller Liebe würdig ist und wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie groß die Liebe Gottes ist. Die Liebe Gottes besteht darin, dass wir die Gebote halten.
Das sagt auch der, ich glaube, Pius XII, der gute Papst. Hab da auch jetzt einen Mann im Beichtstuhl gehabt, dem konnte ich jetzt die Sünden nicht lossprechen. Ja, man ist mit einem anderen Priester auch gehabt, genau. Wenn also, er nicht bereit ist, dies zu ändern. Ja, nein, es ist auch so, auch haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesagt, Beichte ist ganz klar, der Auferstandene, auch die Apostel an, wem er die Sünden vergibt, sind sie vergeben, wem er sie behaltet, sind sie behalten. Ich muss entscheiden, ob ich vergeben kann oder nicht, vergeben darf oder nicht. Dazu muss ich die Sünden kennen. Ja. Du kannst nicht den Gedanken beichten, du kannst nicht da zum Himmel oder zum Baum sprechen. Ganz klar, dass man sie sagen muss. Also das Bekenntnis Ohrenbeichte, sagt man ja. Bei diesem Mann war es halt so, dass der im Ehebruch gelebt hat. Es war alles sehr neu für ihn. Er war sehr, sehr nett, sehr verständig auch. Er hat es auch verstanden, dass eben ich ihm die Sünden nicht lossprechen kann. Er hat halt gesagt, ich liebe die jetzige Freundin sehr, ich liebe sie sehr, ich liebe sie sehr. Ich habe einfach gesagt, ich weihe dann auch die Gläubigen der Gottesmutter im Namen Jesu Christi auch unter den Schutz von der Gottesmutter stellen. Und habe gesagt, denken Sie drüber nach, beten Sie. Oder man lebt dann halt in der Enthaltsamkeit. Das gibt es auch, dass man dann wie Bruder und Schwester lebt. Kann ich vielleicht auch noch erzählen, hast du noch Speicherkapazität? Solange es geht, machen wir noch weiter, ja. 10 Minuten sind wir spätestens fertig, aber es macht eine große Freude. Da habe ich mal Leute getroffen, die haben sich in Deutschland eben an dem Wallfahrtsort ein bisschen bekehrt auch. Mhm. Und das war dann ein doppelter Ehebruch. Also das ist dann, wenn jetzt jemand vor der Hochzeit eben Sachen macht, Sexualität gehört in die Ehe, die Kirche schützt die Liebe, die Kirche schützt die Schwächsten, wenn die Frau schwanger ist, dann sollte auch eben ein Setting da sein, das für das genau Kind gesorgt ist. Das ist der Sinn. Ja. Genau, und meine Tante meinte, wahre Liebe will Ewigkeit. Die will sowieso. Die will Ewigkeit. Und wir müssen als Männer davon wegkommen, von diesen Impulsen, von den Bildern. Ich bin der Erste, wenn wir diese Bilder überall, wir waren überflutet mit diesen sexuellen Bildern. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Und diesen Filmen und so weiter und denken, das ist wahre Sexualität. Das ist eine Lüge, das ist keine wahre Sexualität. Auch zu warten zu können. Gibt es im Tagebuch der barmherzigen Seelen oder wie das heißt, die kleinen Seelen oder so, sagt Jesus, die Pornografie ist die stärkste Waffe des Satans, genau. Denn sie macht den Menschen dem Tier gleich. Genau. Das führt dann zu Vergewaltigungen. Genau. Und es ist wichtig, das einfach zu sehen, dass es nicht wahrhafte Sexualität ist. Wir wollen ja auch die Schönheit der Sexualität. Und das ist, na, die Liebe sagt, ich will dich und nur dich und nur für immer. Genau. Das ist sehr romantisch auch. Und einfach auch wahr. Und Opfer bringen, nicht diesen Impulsen folgen. Ich bin der Erste, der das lernen musste und lerne und so weiter. Und da muss man immer wieder ehrlich sein. Und wenn es gefallen ist, beichten gehen, wieder aufstehen, wieder anfangen. Keiner ist perfekt. Ich habe mich so geschämt. Ich bin einmal an 40 Kilometer zum anderen Priester in Spanien gefahren und er sagte, Thomas, katholischer Glauben bedeutet nicht perfekt sein. Nur Gott ist perfekt. Und Jesus hat mir gesagt, wo bin ich? Ich bin da, wo du gefallen bist. Da brauchst du einen Erlöser. Da, wo du erlöst werden musst, da bin ich mit offenen Armen und warte auf dich. Ja. Die haben dann solche Angst, der böse, große Gott. Jetzt, so ist ja der Teufel. Du jetzt hast es verbockt, nie wieder sicher, keine Chance mehr zurück. Macht er dann kleinmütig und so. Ja. Ja, es gibt ja auch Aufbruch dort, eben weil das sieht ja jeder, eben der halbwegs ein bisschen überlegt, dass der Weg, wie er gegangen wird zurzeit, zum Schlechten führt. Also was zum Nichts. Die Familienscheidungsrate und die Verbrechen auch, was man. Nee, dafür machen wir die Videos oder fröhlich, dass. Nee, es ist einfach, ist was sehr schön ist. Die Gottesmutter Regina Purissima, die reinste. Ich habe mal vor kurzem gelesen, auch wenn Menschen sehr eben unpassend gekleidet sind, halb nackt, da ziehen sich schon die Engel zurück, weil die das nicht sehen wollen. Also das ist. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ist auch wirklich nicht schön, weil hier die Frauen sind zum Messen geben, langen, schönen Sommer. Ich zeige dir noch mal schnell ein Bild von der Patricia Sandoval. Ja, Wir waren auch bei der Marienerscheinung. Schön. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt komme ich wieder hierher, 1200 Kilometer hin, 2200 Kilometer zurück. Eine Erscheinung möchte ich schon dabei sein. Ja, und dann sagt der Peter, der die Patricia begleitet, der hat gesagt, wir haben zusammengesessen, Tobias! Wir gehen zur Erscheinung, wir haben noch einen Platz frei. Ja. Habe ich gesagt, Peter, ich freue mich sehr.
Und steht in der Bibel, wer sich an Gott erfreut, den tut Gott gerne die Herzenswünschen erfüllen. Wenn diese Beziehung da ist, dann erkennt man das in den liebenden Gott. Wir schränken den ein durch unsere Gedanken. So, ja? Dann haben wir noch ein Foto mit der Maria machen können, die Seherin auch. Ja, schön. Hast du nur ganz kurz gesprochen. Schön. Sie ist dann gekommen. Die Patricia, sehr bekannte Maria, sind da gesagt, ah, ich will mit jemand persönlich reden. Wir laden nicht zum Essen ein. Die Patricia ist sehr demütig und nett. Die hat dann gleich gesagt, wir gehen da alle hin, wir sind zu dritt unterwegs. Aber das ist dann eh für den nächsten Tag gedacht gewesen. Ich tue es schnell mal hier aufrufen. Da bin ich und die Patricia und die Maria und dieser Priester, Dominikaner wohl. Der Peter will Priester werden, auch gesundheitlich sehr angehört, Krebs und alles. Peter, griechisch-katholisch. Und jetzt die Kleidung von der Patricia. Sie spricht auch über Keuschheit, über Weiblichkeit, über Sexualität, über diese Themen. Genau, und es wird auch nicht in der katholischen Kirche hier mit diesem unterdrückt, stimmt alles nicht. Ist doch schön, oder? Genau, und es ist schön, alles in seiner Ordnung einfach. Ja. Genau, wunderschön. Ja, der Mann hat die Hosen. Ja, ich predige nicht gegen Hosen. Der Priester hat den Habit, das ist ein moderner Priester hier mit den Hosen und den Turnschuhen, dabei. Ganz, dem roten Kopf. Und hier. Und jetzt noch was ganz Schönes und das andere kürze ich da noch. Naja, wobei, es ist auch sehr schön. Also, folgende Situation. Hier ist eine Reliquie vom Kreuz von Jesus. Die Gebeine des Adam steht hier in den Schriften Anna-Kathrin Emmerich, selig gesprochen, kirchlich approbiert, ruhten unter dem Kalvarienberg. Der Adam ist unter dem Kalvarienberg, wo Christus gekreuzigt worden ist, begraben. In senkrechter Linie unter dem Kreuzigungsplatz Jesu Christi. Das Grab des Adam und der Eva ist von jeher hier gewesen. Ihre Gebeine liegen noch immer dort. Vor der Sintflut gibt es auch viele wissenschaftliche Beweise, dass die Sintflut stattgefunden hat. Wieder anderes Thema habe ich mit einem Mitfahrer hier darüber diskutiert. Die Sintflut, wir haben einen, der ist so ein Bibelfanatiker, aber der schimpft über die Kirche auch 10, aber liest ständig Bibel und hat gesagt, ja, er hat das alles nachrecherchiert, sehr kluger Mann. Das war dann eben in der Winterzeit und dann wurde es sehr, sehr kalt und durch diese ganz, ganz große Menge Wassers, sagt er, sind dann auch die großen Gletscher und sowas entstanden. Also ich glaube nicht, dass die Erde 6 Milliarden Jahre alt ist. Also das ist, kann ja keiner auch wirklich beweisen. Also das Grab ist schon immer da gewesen. Vor der Sintflut ist ein Berg dort gewesen. Der Kalvarienberg ist erst durch die Sintflut darüber gekommen. Das Grab liegt von der Sintflut unverletzt. Einen Teil der Gebeine Adams hatte Noah in der Arche. Adam und Eva werden auch von der Kirche als Heilige verehrt, 25. Dezember. Haben gesündigt, haben es uns eingebrockt, aber sind trotzdem heilig noch geworden. Wir waren früher auch mittelgradig größere Sünder, aber der heilige Augustinus sagt, ja, jeder kann heilig werden. Wenn, er hat gesagt, wenn der das geschafft hat, wieso kannst du das nicht schaffen? Er wurde heilig. Wenn ich nicht heilig werde, bin nur ich selbst dran schuld. Gott. Und Schritt für Schritt und heilig heißt, ja, heil zu werden. Also sicher. Also Gott gibt jedem, würde jedem genug Gnade geben. Wir wollen alle heil sein, alle in der Fülle leben. Eigentlich. Sicher. Also der Adam hatte den... Einen Teil der Gebeine Adams hatte Noah in der Arche und sie bei seinem ersten Opfer auf den Altar gestellt. Im Altar sind Reliquien. Aha. Diese Gebeine sind von Sem auf Abraham gekommen. Okay, nicht so wichtig jetzt dann hier. So ist der Opfertod Jesu auf dem Kalvarienberg über den Gebeinen Adams eine Vorbedeutung des heiligen Messopfers. Das Blut Christi ist heruntergeflossen, wie um diese Sünde auch. Christus ist der neue Adam. Wow, beautiful. Deswegen waren die Opfer der Altväter eine Vorbereitung auf das heilige Messopfer. Spannend jetzt hier, das ist ja schon die Mutter der Reliquien, die Kreuzreliquien. Die Kaiserin Helena, kann man auch nachrecherchieren, hat eben eine Vision gehabt. Sie ist dann nach Jerusalem gefahren, ins Heilige Land, und hat dort die Orte besucht und die Passionswerkzeuge auch gefunden. Das Kreuz Christi wurde dann Santa Croce in Jerusalem, in Rom sind dort auch die Schrifttafel vom Kreuz, Nägel und so weiter. Bamberger Dom, wo ich herkomme, ist ein Nagel der Kreuzigung. Jetzt aufpassen bitte, Tom.
Adam hatte einen Ölzweig aus dem Paradies mitnehmen dürfen, den er auf Erden pflanzte. Aus dem Paradies, aus dem sie vertrieben wurden, hat er dann einen Ölzweig gepflanzt. Ich sah, dass nachher das Kreuz Christi aus diesem Holz gezimmert wurde. Wow, unglaublich. Aha. Ist das Oliven, Ölzweig? Weiß ich gar nicht. Aha. Und, also das habe ich auch mal, ja, das ist... Wunderschön, ne? Führt uns zurück bis zum Paradies. Das Jesus führt uns in die Fülle zum Paradies zurück. Das ist eine Entscheidung, hat mein Priester gesagt, jeder Katholik muss eine Entscheidung, wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Ja, sicher. Wir können alles machen, aber wir können nicht alles gleichzeitig machen. Ich muss mich entscheiden, wenn wir jetzt hier fertig sind, was mache ich? Ich werde mich entscheiden, dann sind so viele Leute auch zum Beichten natürlich jetzt Barmherzigkeitssonntag. Ich werde dann mit dir kurz ein bisschen plaudern, noch was trinken und dann entscheide ich mich, mal zum Beichtstuhl zu gehen. Jetzt noch zwei Sachen über Maria zum Abschluss, dann sind wir wirklich fertig. Maria, Königin der Endzeit. Der Sieg kommt durch Maria. Ich sah die Peterskirche, ich sah eine ungeheure Menge Menschen, die damit beschäftigt waren, die Peterskirche niederzureißen. Petersdom, die Kirche zu zerstören. Ich sah aber auch andere, die wieder an ihr herstellten. Es zogen sich Linien von Arbeitern durch die ganze Welt, die einander Handlangerdienste leisteten. Und ich wunderte mich über den Zusammenhang, Geheimgesellschaften. Die Abbrechenden rissen ganze Stücke hinweg. Und es waren besonders viele Angehörige von Sekten und Abtrünnige dabei. Die Bücher, ja, das ist auch ganz interessant. Der Böse weiß ganz genau, dass diese Offenbarungen eben auch Potenzial haben. Da ist dann wirklich die Stelle, die jetzt hier drin ist, in den älteren Ausgaben des Buches, ist es drin. Dann drucken wir es nicht mehr drin. Da haben Leute natürlich das dann einfach rausgeschaut, dass sie da Einfluss bekommen, weil es ja auch Freimaurerei zum Beispiel entlarvt. Aber das ist ein sehr guter Mann, dieser Herr Stocker, Josef Stocker. Der hat natürlich die ältere Ausgabe genommen, wo es noch drin ist. Wie nach Vorschrift und Regel aber rissen Leute ab, die weiße mit blauem Band eingefasste Schürzen mit Taschen trugen und Maurerkellen im Gürtel stecken hatten. Freimaurer der verschiedensten Observanzen steht hier in Klammern als Erklärung. Kirche sagt ganz klar, exkommuniziert, wer da mitmacht. Sie hatten sonst Kleider aller Art an und es waren große und dicke, vornehme Leute in Uniformen und Sternen dabei, die aber nicht selbst arbeiteten, sondern nur mit der Kelle an den Mauernstellen anzeichneten, wo und wie abgebrochen werden sollte. Na, es ist doch angenehmer, arbeiten zu lassen, oder, als selbst zu arbeiten. Zu meinem Entsetzen waren auch katholische Priester bei diesen Freimaurern. Beten wir für Priester, die dort drin sind, die werden dann erpresst. Die wissen, wenn ich da weggehe, dann ist es lebensgefährlich, erpressbar gemacht. Und jetzt das Happy End. Als die Kirche schon weit abgerissen war, sodass nur noch der Chor und der Altar standen, erklärte sie Chor, der Chorraum halt, wo die Mönche das Chorgebet machen, Glaube an die Heilige Eucharistie. Heilige Messe wird auch, wie die Gottesmutter Lichen sagt, die Heilige Messe wird die Welt retten. Jede Heilige Messe hat den gleichen Wert wie das Opfer Christi am Kreuz. Also, als die Kirche schon weit abgerissen war, sodass nur noch der Chor und der Altar standen, da sah ich diese Abbrecher mit dem Tier in die Kirche eindringen. Das ist apokalyptisch dann auch. Und hier fanden sie eine große, herrliche Frau, Maria. Die Feinde erschraken sehr und das Tier konnte keinen Schritt weiter. Es streckte seinen Hals ganz grimmig nach der Frau aus, als wolle es die Frau verschlingen. Aber die Frau zertrat der Schlange den Kopf. Amen. Und Maria ist die Schlangenzertreterin, auch Mexiko eben, die Schlangenzertreterin. Halleluja. Amen. So, dann tun wir noch segnen auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter. Möge der Segen Gottes zu allen kommen. Und wir bitten, dass die Barmherzigkeit Gottes unzählige Gnaden schenken möge.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke für dieses schöne Gottes Gespräch. Gottes reichen Segen. Hat mir große Freude gemacht. Danke dir, Vergelt's Gott. Amen.